Ja, Daniel verbockt uns hier, glaube ich, diesen Einsatz. Wie gesagt, Chaos ist da eh schon. Das ist auch schon egal. Da kann man jetzt eh nichts mehr retten. Vor allem, man sieht auch nie, was du da alles anstellst. Ja, ich versuche mich ja dann irgendwie mal irgendwann doch zu verstecken. Ah, verstecken. Da hängt was links. Rechts. Karte der Region. Da ist schon wieder einer reingerannt, glaube ich. Gebietskarte, siehst du? Wir sind jetzt bei 2. Genau. Über die Brücke müssen wir rüber und hinten ist dann wahrscheinlich die Wohnung von dem Sokolov. Ist hier noch irgendwas? Ein bisschen Geld. Wenn schon kein perfekter Score, dann wenigstens ein bisschen Geld. Für meine Mühen. So, jetzt rüber über die Brücke. Ja, nee, warte mal, von hier kommen wir doch, oder? Ja, von hier kommen wir. Aber... kann ich hier durch? Ja, hat eine Menge gebracht. Also, das ist ja, was ist das für ein Quatsch? Dann gehen wir nochmal hier lang. Mal schauen, wer noch einer ist. Theoretisch müssten sie alle aufgelöst sein. Ja, hat offensichtlich funktioniert. Siehst du? Es war kein toller Plan, Daniel, aber es war einer, der funktioniert hat. Aber ein lustiger Plan. Und darauf kommt es an. Wollen wir uns hier noch irgendwas einsacken? Nee. Da oben ist schon wieder das nächste von den Dingern. Das machen wir aber jetzt, glaube ich, nicht gleich nochmal. Och. Sicherheitshalber mal. Oh nee, 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 wo nee, kommt nee, der nee, denn nee. Her? Oh fuck, fuck, fuck. Die Ratten. Halt die Kusche. Nein, mach's doch auf deine Art. Jede Betäubung. Hat sie jetzt aber nicht aufgelöst, weil nur bewusstlos. Ja. Ab in den Fluss mit dem Sack. Nee. Läuft der draußen rum? Ja. Wie sich alles anbietet zum Umpolen und. Und. In den Fluss. Tschüss. Tschüss. Das schalte ich lieber aus. Wehe, du drehst dich jetzt um. Wehe, du drehst dich jetzt um. Wehe, du drehst dich jetzt um. Ha, danke. Wenn's läuft. Da war eine Alarmstation, vielleicht kannst du die ausschalten. Ja. Falls wieder was ist. Aber da brauchst du wieder so ein. Brauchst du wieder ein Hackgerät. Oder? Aber da wird jetzt auch keiner mehr den Alarm auslösen, denn da ist niemand mehr, der irgendwas auslösen kann. Hat sich ausgelöst. Brandbolzen. Siehst du, die wollten wir auch mal verwenden. Haben wir total vergessen. Jetzt wird es wahrscheinlich richtig gefährlich, hier auf der Brücke irgendwie hochzukommen. Ach, guck mal, jetzt ist es hier aus. Hier hätte ich es umprogrammieren können. Mhm. Aber ich will ja nach oben. Schauen wir mal, wo es da lang geht. Hier summt schon einer. Da ist eine Kette. Da geht's zur Zugbrückensteuerung. Da müssen wir bestimmt auch hin. Aber nehmen wir lieber die Kette, oder? Damit rechnen die nie. Wo sind sie denn? Da ist einer. Zeit. Oh. Das klappt nicht, weil... Ratten! Shit. Ja, jetzt werden die Ratten natürlich perfekt. Jetzt nehme ich einen scheiß Brandbolzen. Oder so. Mach mal die Nachtsicht aus. Wir wollen den noch brennen sehen. Oh, Mann. So viel zum Thema Moral. Hat das irgendjemand mitbekommen?
Hier ist, glaube ich, niemand mehr. Das hätte absolut geschickter laufen können. Da habt ihr völlig recht. Was ist das hier? Hebel. Oh, Alarm. Großartig. Ach nee, da geht die Zugbrücke noch. Sehr gut. Aber das war echt Gold wert. Gut, jetzt habe ich aber wenigstens einen davon auch auf meine Kappe zu nehmen. Ja. Ich meine, ich spiele ja nicht. Eigentlich hast du alle auf deine Kappe zu nehmen. Das ist sowas dran. Guck mal, Wolkenkratzer-Baustelle-Level. Bretter und Stahlträger. Haben wir das denn letztens gehabt? In jedem Spiel. Sleeping Dogs. Ach, dem. Und ich musste neulich so lachen, weil sogar in Assassin's Creed 3 gibt es das. Nee, echt? Ja, ja. Aber da gibt es doch gar noch keine Hochhäuser. Ja, das ist ja gerade der Trick. Ich glaube, sie haben die ganze Geschichte um Desmond extra eingebaut, um ein Wolkenkratzer-Baustelle-Level einzubauen. Weil es sonst kein vollständiges Spiel gewesen wäre. So. Oh, hier liegt sogar noch einer. Was ist mit dem denn los? Da liegen einfach die Leichen rum, verstehst? Der geht nicht auf unsere Kappe. Sind wir aber hoch hinaus. Was für eine Aussicht. Das ist so krass, da wird mir selbst im Spiel ein bisschen schwindelig. Bin ja überhaupt nicht empfindlich. Hier läuft wahrscheinlich kalten Rücken runter. Und das ist nur ein Spiel. Wahnsinn. Da unten ist die Steuerung, zu der wir wollen. Vielleicht könnten wir hier auch nochmal langlaufen. Aber sehr cool gebaut, dass man da so rüber geht. Man hätte jetzt wahrscheinlich auch unten über die Brücke gehen können, ganz einfach, wie geplant. Kannst du dich an die Kette hängen? Nee, oder? Doch. Ah, nochmal rechtzeitig festgehalten. Ich kann im Sprung auf Schleichen umschalten. Geil. Hammer, oder? Ja, mal gucken, wo da welche sind. Was kann man da jetzt abschalten? Oh, tatsächlich. Da sind die Scheinwerfer. Aber dann musst du wahrscheinlich zu den Batterien. Ach, aber die sind gleich vor meiner Nase, weil ich clevererweise oben über die Brücke rübergegangen bin. Du Fuchs. Ich muss mich nicht oben lang bewegen. Sehr schön, geschafft. Brauche ich mich hier gar nicht weiter mit beschäftigen. Nur noch 100 Meter bis Sokolovs Haus. Du bringst mich immer zum Lachen. Und jetzt total lässig hier diese Stahlträger runtergegrindet. Und am Ende noch ein 360 Olli Pop Shove It. Wo müssen wir denn hin? Alle Skater schreien jetzt laut auf, was redet der für ein Scheiß? Oh, Achtung. Fuck! Ja, oder Daniel schreit laut auf, was macht der da für ein Scheiß? Macht ja nichts. Das war aber gar nicht so schlecht, guck mal. Weich gefallen. Gleich zum Hintereingang von Sokolovs. Ich würde jetzt an dieser Stelle behaupten, dass ich das geplant hatte und nur euch falsche Sicherheit bieten wollte. Ja, lauter Überraschungen hier. Oh, da ist einer. Die Ratten. Das ist der Running Gag hier. Oh. Was ist das denn bitte? Das sind Flusskriecher. Ach, so sehen die aus. War hier eigentlich noch irgendwo was? Bestimmt, oder? Nee, also... Das Herz sagt auch nichts? Das Herz sagt nichts. Mal ganz ehrlich. Tja. Also, das war es jetzt nicht, was ich unter Herausforderung verstehe. Aber ich hatte auch ehrlich gesagt... Ich frage mich ehrlich gesagt, wann sie diese Blinkfähigkeit in das Spiel eingebaut haben. Ob das von vornherein Plan des Ganzen war, um möglichst viele Rohre und Lüftungsschächte, wo man dann außen so rumklettern kann an den ganzen Gebäuden. Oder ob sie da eher später erst draufgekommen sind. Tja, oder wie das Spiel sich spielen würde, völlig ohne das. Ja. Das wäre vielleicht nochmal ein Anlauf wert. Wahrscheinlich jetzt nicht im Let's Play, weil wir sind ja nicht wahnsinnig, aber...
Ach, guck mal da. Ob es dafür ein Achievement? Gibt es ein Achievement? Das ganze Spiel ohne Blink? Es gibt ein Achievement für das ganze Spiel ohne besondere Fähigkeiten, bis auf Blink. Ja, das ist ja langweilig. Ja. So, was kann man machen? Beherrschung besser? Nee. Schattenangriff sofort, Vitalität. Ich warte noch, bis ich mir die Zeitverlangsamung richtig leisten kann. Also die komplette, weil ich glaube, das andere brauchen wir jetzt so in dem Sinne nicht. Und die hat sich schon ein bisschen bewährt. Ist doch geil, wie sie uns die Rune hier direkt vor die Nase werfen. Während er die Kurbel seiner Spieluhr drehte. Da muss ich immer an das unheimliche Lied Der Leiermann von Franz Schubert denken. Aus dem Winterreisezyklus, was ja so creepy ist irgendwie. Was ich natürlich sofort nicht kenne. Ja, muss man auch nicht kennen. Ja, sollte man kennen. Entscheidend. Du kennst aus der Winterreise bestimmt andere Lieder. Am Brudet vor dem Tore und genau. Der Lindenbaum. Oh, das kennt ja jeder. Das ist natürlich das Gleiche. Da sind ein paar echt geile Songs dabei. Zum Beispiel Der Leiermann und mein Favorit ist Die Nebensonnen. Unbedingt mal anhören da draußen. Gibt coole Aufnahmen auch im Internet. Weiter und weiter. Wie das Rad des Lebens. So ein wundersames Symbol für den Fortschritt durch Industrie und Entwicklung. Wenn Sie es sagen, Sir. Denken Sie dran, Wachmann. Sie müssen sich weiter drehen. Es würde in Ihrer Akte schlecht aussehen, wenn die Fabrik stillsteht. Ausgerechnet während Ihrer Wache. Ja, Sir. Haha. Da werden wir mal irgendwo Räder ausdrehen. Können wir die ausschalten? Das ist unser Spiel. Das ist auf jeden Fall eine Maschine. Kommen wir da lang. Die bewegen sich doch gar nicht. Nee. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Komm. Die Chancen stehen gut. Jetzt, wenn du die eh immer umbringst, kannst du ja auch statt dem Knochenartefakt schnell erwürgen irgendein anderes einsetzen, oder? Ja, aber das ist theoretisch. Was mag denn der Schalter wohl machen? Probier's doch. Wenn Daniel sagt, probier's doch. Ja, im Zweifel immer drücken. Man ist nur einmal jung. Ah, guck mal, jetzt hat's das aufgehalten, das Rad. Und nun? Ich weiß nicht. Jetzt werden keine Chicken McNuggets mehr produziert. Diese also da kommen wir auf jeden Fall noch nicht durch. Kommt der jetzt die Treppe hoch? Nee, da geht er nicht. Ah, sei vorsichtig. Der sieht dich doch, wenn er sich umdreht. Der dreht sich aber nicht um. Vor allem kommen jetzt auch unsere Zuschauer auf ihre Kosten, die immer wollten, bringt doch mal mehr Leute um. Unsere Killer-Zuschauer? Ja. Jetzt beschweren sie sich wahrscheinlich, ja, bringt die doch nicht um und dann sieht man die Leichen nicht. Ja, langsam aber sicher merkt man, worauf die Leute wirklich hinaus wollen. Blut und Morde. Geht's hier durch? Oh, oh, oh. Jetzt kommen sie aber alle. Die Ratten. Ach, guck mal, der geht jetzt hoch, um da das Ding wieder anzuschalten. Wird aber nicht weit kommen. Also das ist schon selten praktisch mit der Asche. Ja, vielleicht sogar ein bisschen zu praktisch, oder? Oh, nein. Bewährt sich doch. Wupp, und weg war er. Verschwindet denn dann auch seine Habseligkeiten? Nee, das fiel eben gerade daneben. Also diese Magie so weiß offensichtlich auf. Sehr genau, was man noch gebrauchen kann und was nicht. So, jetzt machen wir den Strom aus. Ach guck mal, wir haben es ausgemacht, damit wir da überhaupt durch können. Auch das Spiel wieder eins, wo man sich ruhig hätte verkleiden können irgendwie. Das können wir aber in Hitman machen. Bitte? Das können wir doch in Hitman dann irgendwann. Ja, aber man kann es leider nur bei Hitman machen. Mhm. Das ist ja bei Assassin's Creed auch das große Manko. Warum können sich die Hauptdarsteller nicht einfach immer verkleiden? Sie haben die auffälligste. Sie haben ja schon diese super Verkleidung, die total unauffällig ist. Ja. Die Wachen sehen sie nur, diesen total auffälligen Typen mit der weißen Kapuze, wenn der gerade gesucht wird. Ansonsten ist das ganz egal.
Da kann der auch verschwinden unter Leuten, die ganz anders aussehen. Blockiert. Da müssen wir anders reinkommen. Schauen wir mal hier hoch. Bisschen Übersicht. Da oben geht's darüber lang. Das machen wir aber, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Schnell da das Artefakt geholt. Und dann geht's zu Sokolovs Haus. Bis dahin, macht's gut. Ciao.